Hallo Leute, wir sind's wieder, das Easy German Team, heute aus Malibu. Es ist unser letzter Abend in den USA und wir haben jetzt einige Fragen für euch. Allerdings fehlen mir die Fragen, denn die sind auf Bens Handy und Ben, der ist da. Ben, du bist wieder da? Wie war's? Oh, voll schön. Eigentlich gar nicht so kalt wie erwartet. Und ja, hier vorne gibt es viele Steine. Sie tun weh, ja. Mit Füßen, aber dann später gibt es nur Sand. Und ja, voll toll. Schön. Ben, wir brauchen Fragen. Achtung. Das Wasser im Mund. Fragen? Ja. An wen? Ja, von deinem Handy. Ach so. Ja. Janusz, wie sieht's bei dir aus? Was machst du denn hier am Strand? Ich genieße den Sundown. Ja. In Malibu. Und es ist sehr ruhig und sehr gemütlich und sehr hübsch und sehr. Ja, ich dachte gerade, auf Deutsch heißt das ja Baywatch, die Rettungsschwimmer von Malibu. Und ich dachte, ja geil, jetzt sind wir hier in Malibu, hier wurde. Was machen die denn da? Eine Party. Hier wurde Baywatch gedreht, aber dann habe ich nachgeguckt, wo das gedreht wurde und das wurde gar nicht hier gedreht. Ben! Hi. Hast du Fragen für uns? So, die erste Frage von euch. Hallo Leute! Was denkt ihr über die AfD, Alternative für Deutschland? Übrigens habe ich euch Liebe. Komm bitte nach Brasilien. Das ist von Andressa de Arroyo Silva. Genau. Andressa, wir würden gerne nach Brasilien kommen. Guck mal, Izzy ist auch wieder da. Izzy, was hältst du von der AfD? Hallo. Oh. Die aktuelle Frage. Das besprechen wir noch nicht hier am Strand. Guck mal, der Sonnenuntergang. So, die aktuelle Frage ist, was hältst du von der AfD? Eine Bewegung, die an sich berechtigt war am Anfang und später durch dumme Menschen kompromittiert wurde, bis zu einem Maßstab, dass es nicht mehr ertragbar ist und nicht mehr haltbar. Nichtsdestotrotz denke ich, dass die deutsche Regierung und die deutschen Intellektuellen, auch die einfachen Menschen, besser, deutlicher beruhigen sollten. Ja, also, ja. Dass die Angst aufgekommen ist, nachdem 1 Million Flüchtlinge nach Deutschland gekommen ist, unter einem Zusammenbruch, unter einem Zusammenbruch der gültigen rechtlichen Lage, das kann man doch nachvollziehen. Aber man muss das erklären können. Und wenn nicht, dann kommen die dummen Menschen und machen ihre Verschwörungstheorien und so weiter. Das Problem ist, glaube ich, denke ich, dass die dummen Menschen sowieso kommen. Und man kann das nicht ganz verhindern. Und ja, wie Jan schon sagte, also Andressa hat gefragt nach der AfD. Und also meine Erklärung, oder was viele nicht wissen, ist, die AfD wurde früher mal am Anfang als eurokritische Partei gegründet. Das heißt, die Leute hatten vor allem wirtschaftliche Aspekte, die das gegründet haben. Und die wollten gerne, dass Deutschland aus der Eurozone austritt. Und mittlerweile ist die Partei quasi gehijackt worden von ja, vor allem rassistischen Leuten, die eigentlich nur Programm machen mit Angst vor Fremden und Angst vor Muslimen. Und das ist sehr schade, weil die AfD war jetzt vorher auch nicht eine tolle Partei aus meiner Sicht, aber jetzt ist es eine rechte Partei und das brauchen wir eigentlich in Deutschland nicht. Aber trotzdem muss man sich damit auseinandersetzen. Die Partei ist heute, ja, haben sie vor allem islamkritische und islamfeindliche Positionen und die Gründer der Partei, die Partei gegründet haben, sind heute nicht mehr in der AfD und sagen mittlerweile in Talkshows, wir haben ein Monster geschaffen. Also man kann sich das ungefähr so vorstellen, es ist so populistisch wie Donald Trump leider. How many minutes? Oh, okay. Wir müssen vom Strand runter. Komm, wir machen noch mal eine Umrundung zusammen. Kommt mit drauf. So, Leute. Gut, dann müssen wir runter vom Strand. Und leider
Wir fahren weiter und wir sehen uns gleich aus dem Auto. Okay. So, wir sind jetzt auf der Straße, sind vom Strand rausgeschmissen worden. Ben, haben wir noch eine Frage? Haben wir, von SickBusted123. Oh. Ich glaube, du bist Engländer, weil du schreibst hier, Mate, Germany hasn't even been able to integrate Turkish immigrants for the most part in 60 years. How do you think Germany is going to integrate 3 million more immigrants? Question mark. Ja, die Frage habe ich ausgesucht, weil das genau der Grund ist, warum wir es schaffen. Nämlich kennt Deutschland sich damit aus, Leute zu integrieren. Und Deutschland ist in den letzten 40 Jahren, 50 Jahren zu einem Einwanderungsland geworden und zu einem multikulturellen Land geworden. Und das ist genau der Grund, warum wir nämlich keine Angst vor Immigranten haben. Und das ist eigentlich ein guter Grund. Und in deiner Frage waren übrigens zwei Fehler. Erstens stimmt es nicht, dass wir es nicht geschafft haben, die Türken zu integrieren, sondern Türken sind eigentlich ein fester Bestandteil unserer Gesellschaft. Komm nach Berlin und prüfe das selbst. Ja? Wir haben in Berlin keine Ahnung wie viele Millionen Türken und es sind Freunde. Also wir haben null Konflikte mit denen. Die Deutschen und die Türken mögen sich. Ob sie sich jetzt mehr oder weniger ein bisschen abkapseln oder integrieren, der Zeit wird immer solche und solche. Genau. Natürlich kannst du Negativbeispiele finden, aber ein Großteil der Türken lebt ganz normal zusammen mit den Deutschen. Die sind Deutsche, das ist ja der Witz. Wir haben türkische Freunde, wir haben türkische Nachbarn, wir essen gerne bei Türken. Also Türken sind ein Teil, den wir gar nicht missen möchten in unserer Gesellschaft. Yeah. Und der zweite Fehler ist, es sind nicht 3 Millionen Immigranten letztes Jahr nach Deutschland gekommen, sondern es waren 900.000. Und wir haben keine Angst davor, das zu schaffen, oder? Nein, gar keine Angst, weil was ihr nicht, ihr habt so eine Entfernung davor, dass ihr mit euren eigenen Fantasien lebt. In Wirklichkeit, wenn du in Berlin leben würdest, würdest du die Flüchtlinge auch sehen und du würdest verstehen, dass sie sich wirklich freuen, dem Krieg entkommen zu sein und hier ein normales Leben oder halbwegs normales Leben führen zu dürfen, auf jeden Fall ein Leben mit einer Hoffnung auf Besseres, was dann kommt. Und nur ein kleines Prozent der Kriminellen, die überall in allen Schichten da ist, klar, mit denen werden wir Probleme bekommen und die werden uns vielleicht auch irgendwann verletzen, aber auch damit müssen wir fertig werden. Ja, also Sick Bastard, du bist eingeladen nach Berlin, aber nur wenn du nicht mehr so sick bist. Ben, war das eine gute Antwort? Sehr gut. Oh, aber noch ich was? Finde diese Frage noch besser. Und Janusz, komm bitte ins Bild. Okay. Okay. Diese Frage ist von Dude Non. Und er oder sie schreibt, es ist ein bisschen lustig für mich, wie Janusz ein Hemd über ein anderes Hemd trägt. Verstehe mich nicht falsch, Janusz ist super. Also, erstens, ich habe so viel Equipment mitnehmen müssen, dass ich extrem wenig Klamotten mitgenommen habe. Deshalb seht ihr mich immer ständig in den gleichen Klamotten. Zweitens, ich habe dämlicherweise meine Jacke bei der Schule in Manitou Springs liegen lassen, vergessen. Jetzt laufe ich ohne Jacke und wir haben zu wenig Zeit, um mir eine neue Jacke zu kaufen. Du hast aber einen Pullover. Genau, und Pullover mag ich nicht so. Ich mag lieber Hemden. Also behandle ich dieses Hemd jetzt als meine Jacke. Ja. Verzeiht mir bitte. Aber wie heißt der nochmal? Dude Non. Dude Non, wir finden das auch witzig. Also du bist nicht der Einzige, dem das aufgefallen ist. Ich bin froh, dass es nicht regnet, ja. Okay. Ich habe in die Hose gemacht. Oh, oh. Oh, warte. Oh, Ben hat in die Hose gemacht. Ben, was ist denn da passiert? Ja, mehr dazu sollten wir nicht sagen. Okay, nächste Frage. Was ist das hier, Ben? Hey, komm. Hast du deine Schwimmhose noch an? Genau, ja. Leider. Easy. Izzy hat einen ähnlichen Abdruck. Okay, Ben, haben wir noch eine Frage? Yeah. Hallo, Kari, Ben, Izzy und Janusz. This is Eric from our meetup in San Francisco with a nice comment for you. Sorry we couldn't find a proper dive bar. Maybe next time you're here. And also a good coffee. I know many places that are excellent. Sarah also says hi. Hope you had a great rest of your trip. Hallo, Sarah. Hallo, Eric. Yeah, thank you so much for the...
wonderful time that we had with you, and then you took us to this club, which was good fun until 2 o'clock. Ja, ich erkläre es mal auf Deutsch. Ja. Izzy und Ben wollten unbedingt feiern gehen in San Francisco. Also haben Erik und Sarah sie zu einem Club gebracht. Es war, glaube ich, eins ungefähr oder viertel nach eins. Dann gab es in dem Club $25 Eintritt. Also haben sie $50 bezahlt, um in den Club zu gehen und dort Party zu machen. Und dann haben sie einen Drink gehabt. Es lief Techno-Musik. Und was passierte dann, Izzy? Dann... Um 2 Uhr wollten wir uns den nächsten Drink holen und sagten uns alle so, nein, ihr könnt hier keinen Drink mehr bekommen, weil um 2 Uhr gibt es hier keinen Akku mehr. Und wir so, ach Quatsch, wir gehen an jede Bar und versuchen das. Nein, man kann keinen Alkohol mehr bekommen, das ist richtig. Ja, das war ein bisschen frustrierend. Die dummen Deutschen wieder die einzigen, die nicht wussten, dass es ab 2 Uhr in Kalifornien keinen Alkohol mehr gibt. Ja. Undenkbar in Deutschland, undenkbar. Also, wenn es in Deutschland nachts keinen Alkohol mehr geben würde, was wäre denn da los, Izzy? Ich weiß auch nicht. Heroinsucht. Das haben sie uns in San Francisco gesagt. Das war schockierend. Sie sagten, ja, wir haben aber Heroin. Ja, toll. Ja, danke. Also, da saufen wir doch lieber. Da fahren wir lieber zurück nach Deutschland und saufen noch mehr. Ben, haben wir noch eine Frage? Gibst du mal Janusz? Janusz, liest du uns noch eine Frage vor? Aber Ben macht das diese. So viel besser, ja? Mhm. Also, Palina Belch-Leduc kommt mal nach Russland oder nach Weißrussland. Ja, Paulina, wir möchten sehr gerne nach Russland oder Weißrussland kommen. Wir möchten eigentlich überall hinfahren, denn nach dieser tollen Reiseerfahrung, ja, wo wir jetzt 4 Wochen durch die USA gefahren sind mit dem Easy German Team, möchten wir überall hinfahren. Und Janusz hat erstmals, Janusz mag eigentlich Reisen nicht, Janusz mag in seinem Zimmer sitzen und Gitarre spielen. Und Janusz hat jetzt zum ersten Mal nach dieser Erfahrung, wo wir so viele tolle Menschen kennengelernt haben, die Easy German gucken, Schulen, Universitäten, Menschen privat zu Hause, die uns eingeladen haben. Das war so eine tolle Erfahrung, dass wir gerne eine Easy German World Tour, also eine Weltreise machen möchten. Das ist unser großer Plan für 2017. Und wir haben, schreiben uns viele Leute, die sagen, kommt mal dahin, kommt mal dahin, ich möchte euch einladen. Damit wir das ein bisschen besser sortieren können, haben wir ein Formular aufgemacht auf unserer Website und ich poste den Link hier unten in den Kommentaren und über dieses Formular könnt ihr uns einladen. Dort könnt ihr schreiben, wir sind eine Schule oder ich bin Deutschlehrer, ich möchte euch in meine Klasse einladen oder ich möchte euch einfach privat treffen oder ich möchte euch gerne einladen, bei mir zu übernachten. Was immer ihr machen möchtet, könnt ihr da reinschreiben und dann werden wir gucken, dass wir euch irgendwie besuchen. Also früher oder später klappt das, auch in Weißrussland und Russland. Hoffen wir. Janusz, möchtest du gerne mal nach Russland? Ja, unbedingt. Meine russische Seele sehnt sich nach der Weite des russischen Landes. Janusz, trinkst du gerade heimlich Alkohol auf der Straße in Amerika? Ja, russische Weise. Janusz, kannst du uns bitte noch eine Frage vorlesen? Ich nicht, aber Ben. Also das ist eine Frage von Jacob, den kennen wir aus Berlin. Jacob hat uns schon öfters getroffen und er sagt, hi, habt ihr eigentlich manche Amis interviewt, zum Beispiel, was sie denken über Deutschland? Und dann kannst du das Ende gleich nochmal vorlesen. Jacob hat gesagt, er macht immer ein Spiel und fragt Leute nach Assoziationen, zum Beispiel Pizza, Italien oder Donald Trump, Amerika. Und dann sagt er immer Deutsch. Und dann sagt er Deutschland und die meisten Leute sagen Nazis, hat er uns geschrieben. Und wir sollen das Spiel selber spielen. Haben wir leider noch nicht geschafft, Jacob, aber sehr gute Idee. Und am Ende schreibt er, PS, ich bin seit heute Patron. Danke, Jacob. Und PPS, ich freue mich auf den nächsten Stammtisch im Prater. Prima, der nächste Stammtisch ist im November. Schaut mal bitte auf unsere Facebook-Seite. Und dort findet ihr die Adresse und den Termin. Wir freuen uns, wenn ihr uns trefft in Berlin. Und PPPS, wie sagt oder schreibt man PS auf Deutsch? PS schreibt man auf Deutsch genauso wie im Englischen. Ist das nicht toll? Ben, wusstest du das? Eigentlich nicht, nee. Und du bist ja der offizielle Easy German Übersetzer. Ups. Aber wie ich auf Englisch würde ich jetzt sagen, every day is a school day. PS? Ach so, naja. PS, das stimmt. Guck mal, Ben, dein Gesicht sieht ganz komisch aus, wenn das von unten beleuchtet ist. Oh, yeah. Halloween. Oh, scary. Haben wir noch eine Frage? Ja. Au, warte. Wann
Letzte Frage. Wann kommt ihr nach Italien? Und diese Frage ist von I Libri di Veronica. Veronica. Oder I Libri. I Libri di Veronica. Ja, wir kommen genau dann nach Italien. Wie gerade schon gesagt, füllt unser Formular aus. Guckt bitte hier unten in die Kommentare, wenn ihr irgendwo wohnt in der Welt und ihr habt Lust, uns mal zu treffen oder uns einzuladen. Egal, ob in eure Schule, nach Hause, in eure Uni oder wo immer hin. Dann schreibt uns bitte. Wir freuen uns und wir möchten irgendwann um die Welt reisen mit Easy German. Danke bis hierhin. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke nochmal an alle, die uns auf unserer USA-Tour unterstützt haben. Wir hatten die geilste Zeit überhaupt. Wie war die USA in einem Wort zusammengefasst, Ben? Super geil. In einem Wort. Ja? Phänomenal. Überraschend. Und Ben? Vielfältig oder so, will ich sagen. Aber das ist ja nicht so. Vielfältig ist gut. Ja. Und ich sage, es war einzigartig. Hier hinten seht ihr unser Auto, das wir gemietet haben. Mit dem sind wir gerade 4 Wochen durch die Gegend gefahren. Morgen gehen wir es ab und fliegen ab nach Deutschland. Das wird sehr traurig, denn in Deutschland sind es ungefähr 0 Grad jetzt und es ist ein bisschen kühler. Danke, dass ihr uns alle unterstützt habt und danke an alle, die uns diese wunderbare Zeit ermöglicht haben und uns hier willkommen geheißen haben. Danke, danke und bis bald. Hallo liebe Leute, wir sind gerade in San Francisco, wir laufen durch die Straßen und wir drehen jetzt eine neue Episode KWM.